Guten Tag, herzlich willkommen. Ich freue mich, dich im Rahmen der Sticks and Stones zu meiner Keynote und jetzt Führungskraft, worauf es nun ankommt, dass der Job auch entsprechend Spaß, mit Freude weitergehen kann, begrüßen zu dürfen. Und in den nächsten 20 Minuten geht es jetzt darum, wie du als Führungskraft authentisch und wirklich mit viel Freude in den nächsten Schritt übergehen kannst, wechseln kannst. Und es geht nicht nur darum, ich sage jetzt mal, wenn es die erste Führungsaufgabe ist, nochmal mit besonderer Freude sicherlich, aber es geht auch darum, einfach auch mal zu gucken, wie kann es weitergehen, wenn es in die Richtung geht, auch mal neue Herausforderungen anzugehen. Und ich möchte mich bei Bruce und dem ganzen Sticks and Stones Team bedanken für die Einladung im Rahmen der Sticks and Stones, ja, über das Thema Führungskraft und was kommt als nächstes, wie kann ich mich da als solches etablieren, sprechen zu dürfen. Mein Name ist Alexandra Scheifgen. Ich bin Inhaberin von zwei Führungskräfteakademien, einmal in Köln und einmal auch in Aachen und Bonn. Und ich arbeite aktuell mit 40 Unternehmen zusammen, 200 Führungskräften. Und die Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeiten darf, das sind komplett unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Menschen, auch gerade was so die Erfahrung im Führungsalltag angeht. Und insofern ist das Thema sehr, sehr spannend, mal hinzuschauen, weil in jeder Ebene gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die uns ereilen, wenn es darum geht, wie kann ich mit Freude auch in den Führungsalltag starten, weil oft ist es ja so, dass ich auch meine fachlichen Aufgaben habe, dass ich mich da zurechtfinde und dass dieses leidige Thema Führung, wie es oft gesehen wird, dass es eben nicht so leidig ist. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe 1994 angefangen mit einer Ausbildung und nachdem ich die Ausbildung beendet habe, im Jahr 97 habe ich meine erste Führungsaufgabe angetreten und das im Alter von 22 Jahren. Mein erstes kleines Team, was ich dann führen durfte, das waren 4 Mitarbeiter und ich werde im Zuge jetzt meiner aktuellen Tätigkeit immer wieder gefragt, ja, wie ist das denn, was ist denn so die optimale Führungsspanne, Mitarbeiterspanne, wenn ich jetzt so ein erstes kleines Team führe? Und ich kann das gar nicht, ich sage jetzt mal, so konkret beantworten, weil letztendlich, es gibt Teamgrößen, da funktioniert das gut zwischen 8 und 10, dann gibt es Teamgrößen, die sind entsprechend kleiner aufgestellt, zwischen 4 und 7 Mitarbeitern. Ich kann sagen, ich habe mich gut gefühlt mit diesen 4 Personen, die mir anvertraut wurden, mit denen ich arbeiten durfte, mit denen ich sehr eng in den Austausch gehen durfte. Und ich kann euch nur empfehlen, auch wenn es erstmal ein kleineres Team ist, mit dem es losgeht, das ist wunderbar, weil da steht ihr wunderbar in Kontakt. Da könnt ihr selber auch ein paar Dinge an euch selber mal auch ausprobieren, weil es ist nun mal so, mit der Entscheidung, Führungskraft werden zu wollen, ein Team zu übernehmen, ändert sich euer Leben, euer Berufsleben in einer gewissen Hinsicht um 180 Grad. Warum? Weil ihr mit eurer Leistung nicht mehr nur für eure fachliche Leistung, Arbeitsleistung verantwortlich seid. Ihr seid dafür verantwortlich, was ein ganzes Team leistet. Und das ist schon mal eine ganz andere Verantwortung. Und das spielt auch überhaupt keine Rolle, ob das in einem Startup ist, ob das in einem Mittelstand ist, ob das in einem Konzern ist, im Beratungsumfeld oder ob das in einem, ich sag mal, städtischen, kommunalen Unternehmen ist. Es ist einfach so, dass sich das Leben kolossal an der Stelle verändert. Und oftmals ist es so, dass wenn wir uns damit mal beschäftigen, was sind das für Situationen, mit denen Führungskräften aktuell zu kämpfen haben, dann sind das vor allen Dingen, und da möchte ich gerne mit euch, weil die den Führungskräftebarometer, das Führungskräftebarometer von der Bertelsmann Stiftung teilen. Und zwar ist es eine Befragung unter 1000 Führungskräften, die einmal jährlich durchgeführt wird. Und bei dieser Befragung geht es vor allen Dingen auch darum, mal nachzuhören, wie sieht das denn aus mit Führungszweifeln, beziehungsweise wie sicher fühlt sich eine Führungskraft in ihrer Aufgabe, in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Und was ich hier an dieser Übersicht so interessant finde, und deswegen möchte ich das mit euch teilen, ist vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal anschaut, knapp 22% sagen, ich werde meinen eigenen Ansprüchen an eine Führungskraft oft nicht gerecht.
Das ist schon recht hoch, ja, also 21%. Und wenn man sich dann auch nochmal anschaut, Zweifel, die dann mitschwingen. Also zu wissen, ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, ob mir Führung liegt. Das sehen oder das geben rund 23% als solches der Befragten zurück. Und das sind natürlich Situationen, Führungszweifel, Führungssorgen. Da schwingt natürlich auch Unsicherheit mehr, da schwingt natürlich auch mit, wie werde ich akzeptiert, auch im Team. Da schwingen möglicherweise auch mit Bauchschmerzen, die man hat, mit Bauchschmerzen in den Job zu kommen. Jeder hat das vielleicht mal, ich sage jetzt mal punktuell. Aber wenn es strukturell ist, dann sollte man sich da wirklich ernsthaft Gedanken zu machen. Und insofern finde ich das sehr spannend, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie teilt sich das denn auf, wenn man sich jetzt mal hier das Thema Vergleich der Führungszweifel nach Generationen und Sektoren anschaut. Ja, dann ist es sehr, sehr spannend, dass sich die Generation Y, also Jahrgänge 2001 bis oder von 1980 bis 2001, das sind rund 44%, die sagen, mich plagen relativ hohe Führungszweifel. Und die Generation davor, die Generation X, da sind das 10% weniger. Und das ist schön zu sehen. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen bei den Babyboomern, dann, das ist ja dann nochmal ein entsprechend Riesenschritt, der entsprechend zwischenliegt, muss man einfach sagen, mit entsprechender Berufserfahrung, mit Lebensalter steigen Freude, Gelassenheit und vor allen Dingen Souveränität an der Stelle. Ja. Und das ist natürlich schön, das an der Stelle zu wissen. Und vielleicht wird es dir jetzt auch so gehen, dass du sagst, also ich nehme jetzt eine Führungsaufgabe an oder ich bin sogar vielleicht schon in der Führungsaufgabe. Es stimmt so, mich plagen mal hin und wieder diese Situation oder ich bin auch hin und wieder mal entsprechend unsicher, aber an für sich weiß ich, dass ich ganz gut durch den Führungsalltag komme. Und jetzt bitte ich dich einfach mal innezuhalten und wirklich mal zu fragen, was für ein Feedback bekommst du da von deinen Mitarbeitenden? Ist das schon so, dass du eine ganz klare Rückmeldung an der Stelle bekommst, indem du die Möglichkeit einfach auch es hinterfragst, wie wirst du wahrgenommen? Oder ist es letztendlich so, dass du sagst, ah, die Arbeitsergebnisse stimmen, es funktioniert alles, wir haben die Chemie stimmt und es verlagert sich. Man bekommt es vielleicht erst auch zu einem späteren Zeitpunkt mit. Oftmals ist es so. Oftmals ist es wirklich so, dass man es zu einem späteren Zeitpunkt erst mitbekommt, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und für den Fall aber, dass du sagst, funktioniert soweit alles soweit gut, sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Und dann glaube ich, dass es dennoch hilfreich ist, mal genauer hinzuschauen, wie der Führungsalltag vielleicht ein bisschen einfacher noch funktionieren kann. Und ich möchte das Thema Vertrauen als Antreiber mit dir teilen. Google hat befragte rund 2 Jahre lang 180 Teams zu ihrer Effektivität. Und da ging es vor allen Dingen darum, mal zu untermauern, ja, was fällt denn unter dem Part Vertrauen? Und das ist die psychologische Sicherheit, das sind aber auch Themen wie eine Zuverlässigkeit, also ich kann mich auf das verlassen, was du sagst, wie du agierst, eine gewisse Bedeutsamkeit im Team zu haben, also ich bekomme eine Rolle und fülle die entsprechend auf, aber auch Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Ja, also das Thema Purpose zahlt da sehr, sehr stark drauf ein, aber auch das Thema Struktur und Klarheit. Psychologische Sicherheit, was heißt das? Das bedeutet auch, und deswegen finde ich das auch so wichtig, das jetzt bei der Sticks and Stones nochmal klar zum Ausdruck zu bringen. Zeig dich, geh nach außen, zeig, wie deine Sichten auf die Dinge sind. Was sind deine Stärken? Welchen Bezug hast du zu bestimmten Themen? Trau dich einfach, da herauszukommen, weil das Thema der psychologischen Sicherheit, Teams, die sowohl die Stärken als auch die Schwächen einander akzeptieren, das sind die Teams, die sehr, sehr effektiv arbeiten, aber die vor allen Dingen auch ein sehr, sehr
angenehmes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden geschafft haben. Und vor allen Dingen, die zeigen, dass sie sich auch wunderbar wohlfühlen in der Teamarbeit und dass es nicht nur darum geht, dass einer vorne steht und die Ergebnisse präsentiert. Deswegen das Thema von der Kontrolle ins Vertrauen, das sind meine drei Tipps, die ich dir jetzt gerne an die Hand geben möchte, um zu einer vertrauensvollen Führung zu kommen. Das eine ist wirklich stärker in die Sichtbarkeit und Authentizität zu kommen. Fang wirklich bei dir an. Was dich betrifft, betrifft dich. Ja? Schau auch mal drauf, das hat die Daisy ja eben schon im vorangegangenen Vortrag dargestellt, Wahrnehmung. Ja? Wenn zwei Menschen auf ein Thema draufschauen, beispielsweise auf diesen Würfel, ja, dann ist es so, dass der eine sieht die 6 und ich sehe in dem Fall die 1. Und deswegen das Thema mit der Wahrnehmung, ja, also wie kannst du eine faire Einschätzung abgeben und entsprechend belegen, ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich empfehle dir gerade jetzt, wo es auch darum geht, viele kommen ja jetzt nach dem Homeoffice, nach der Homeoffice-Zeit wieder zurück ins Büro, zeige einfach nochmal mehr Wertschätzung als sonst. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Ich empfehle auch stärker noch, wenn noch nicht geschehen, auch mit Messengern zu arbeiten, um gegenseitig sich ein Feedback zu geben. Also wenn ich eine besondere Hilfe bekommen habe, wenn jemand eine besondere, ich sage jetzt mal, auch eine besondere Arbeit geleistet hat, dass ich das nicht nur mit einem 1:1 teile, das ist auch wichtig, aber dass das Team vor allen Dingen auch voneinander mehr an der Stelle mitbekommt. Und das A und O, sei berechenbar. Deine Mitarbeiter müssen sich auf dein Wort verlassen können, immer. Und das gilt für Vereinbarungen, das gilt aber auch für Konsequenzen. Das heißt, wenn bestimmte Dinge nicht eingehalten werden, das ist ganz, ganz wichtig, dass du da zu deinem Wort stehst. Weil ansonsten wird das auch gerade beim Thema Konsequenzen, geht es schon auch darum, aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass wir uns gemeinsam an Vereinbarungen halten. Ich komme zum Thema Führen über Ziele. Also alle Ziele sollten direkt oder indirekt auf gesetzte Quartalsziele einzielen. Ich habe Quartalsziele hier unterstrichen, weil das Thema Jahresziele ist oftmals ist wichtig, um eine grobe Struktur zu haben. Aber in den Quartalszielen, vielleicht sogar auch in Monatszielen, ist es viel, viel einfacher, sich mit den Zielen zu identifizieren. Und deswegen ist es wichtig, auch für jeden Mitarbeiter, Mitarbeitenden eigene smarte Ziele zu vereinbaren, die messbar sind, die spezifisch sind, die attraktiv, die realisierbar und vor allen Dingen auch terminiert sind. Und vieles wissen wir schon, aber dieser Part, viele Wege führen nach Rom. Lass deinen Mitarbeitern den Weg finden, den sie für sich als den Weg, als ihren Weg ansteuern und nicht so viel an der Stelle vorgeben, weil das ist einfach ein ganz, ganz relevanter Part, der nicht nur in den 13 Monaten oder 14 Monaten, den viele von uns, ich sage mal, im Homeoffice verbracht haben, wir haben ganz, ganz viel dieses Thema Führen auf Distanz war ein relevanter Part, aber da wirklich auch mal zu schauen, Mitarbeitenden die Möglichkeit zu lassen, ihren eigenen Weg zu finden, sich wirklich mit dem Thema eigenständig zu identifizieren. Das Thema Kommunikation habe ich mit dem Thema Zeige Interesse an deinen Mitarbeitenden umschrieben. Sei präsent. Also es ist schon wichtig, einfach auch zu schauen, jetzt im Office, wenn ihr alle wieder entsprechend zurück seid, präsent zu sein. Lass deine Mitarbeitenden nicht mit Fragen und Herausforderungen alleine, gerade wenn es darum geht, zukünftig vielleicht eine Regelung zu finden, wie viele Tage in der Woche arbeitet man im Homeoffice, wie viele Tage in der Woche arbeitet man im Büro, im Headquarter. Da also wirklich mal zu schauen, welche Möglichkeiten hast du mit deinem Team, dich da so aufzustellen, dass ihr auch alle abholt. Ja, und da empfehle ich auch gerade so, was das Thema Ansprechbarkeit angeht, mit Messengern zu arbeiten, ob das jetzt Slack ist, ob das Teams ist. Da gibt es verschiedene technische Tools. Da aber mal zu schauen, wenn ihr das nicht ohnehin schon macht,
auch jetzt, wenn es wieder ein bisschen verstärkter wieder, wenn wir alle wieder ein bisschen verstärkter zusammenrücken, ist es ganz, ganz wichtig, an diesen Tools auch weiter zu arbeiten. Lange, lange, lange sind kurze Gespräche in der Kaffeepause, in der Kaffeeküche weggefallen. Ja, und wir haben es vielleicht versucht, mit gemeinsamen Pausen, digitalen Pausen oder mit anderer Form von Events wieder gut zu machen. Schaffe jetzt Raum für lockeren Austausch und aktiviere diesen Austausch wieder. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit den Teilnehmern in meinem Training spreche, dass die selbst bei einer Anzahl von 5, 6 Personen in einem Raum mittlerweile sagen, puh, das ist aber ganz schön ungewohnt für uns. Ja, bedenke einfach, dass ganz, ganz viele sehr zurückgezogen vielleicht die letzten Monate gelebt haben und dass wir jetzt erstmal langsam wieder in Schwung kommen müssen. Deswegen schau bitte, wie du einen lockeren Austausch mit deinen Mitarbeitenden dann hinbekommst. Und der Punkt, führe Vertrauensgespräche mit deinen Mitarbeitenden, also regelmäßige Einzelgespräche, wo es um das Wohlbefinden des Mitarbeiters geht. Das steht im Vordergrund. Es geht nicht darum zu erfragen, wo er mit dem Projekt XY steht, sondern es geht eher darum, wie es um das Wohlbefinden steht. Ja? Viele haben sich vielleicht jetzt ein Haustier in der Zeit zugelegt. Na, der ein oder andere hat eine Weiterbildung gemacht. Ich kenne ganz, ganz viele, die Weiterbildung gemacht haben oder die jetzt einen stärkeren Zugang auch wieder zu Büchern gefunden haben. Da also wirklich zu hinterfragen, wie geht es den Menschen, mit denen ich tagtäglich sehr eng, sehr viel zusammenarbeite. Weil diese Vertrauensgespräche, die sind der Kitt einer guten menschlichen Beziehung. Und das ist in der Form wirklich etwas, wo ich ganz, ganz große Hoffnung habe, dass dieses Thema sich stärker noch etabliert. Ich bekomme immer die Rückmeldung auch von meinen Teilnehmern. Ja, wir haben früher oftmals diese Gespräche in der Kaffeeküche geführt. Das ist ein Smalltalk, der ist auch gut und wichtig. Aber ein Vertrauensgespräch zeichnet sich dadurch aus, dass man sich Zeit nimmt für den anderen, dass das nur ein Zweiergespräch ist, dass das eine Atmosphäre ist, wo kein Dritter dazukommt und wo es vor allen Dingen wirklich darum geht, das Wohlbefinden abzuklopfen und nicht zu fragen, ja, was meinst du denn, Deutschland, Portugal, wie ist denn das Ergebnis heute Abend? Oder sich, wenn wir einen Sieg eingefahren haben, sich über die Tore auszutauschen, sondern es geht um das Wohlbefinden. Und letztendlich ist es ein ganz, ganz wichtiger Part, Orientierung zu halten. Also wirklich Orientierung zu halten, Transparenz zu geben und vor allen Dingen ist es wichtig zu schauen, wie kann ich eine klare Kommunikation und eine klare Orientierung ergeben zu meinen Mitarbeitenden. Und ich wiederhole mich an der Stelle. Es ist von immenser Bedeutung, ob du, egal in welcher Führungsaufgabe, ob das jetzt von jetzt auf gleich Teamleiter, von jetzt auf gleich Abteilungsleiter, von jetzt auf gleich in die Prokuristenrolle, von jetzt auf gleich in die Geschäftsführerrolle. Wir haben es mit Menschen zu tun. Und es geht darum, diesen Menschen Orientierung zu geben, Vertrauen zu schenken, klar zu kommunizieren. Führung erfordert vor allen Dingen eine klare Kommunikation. Das ist die verbale Kommunikation, das ist aber auch die nonverbale Kommunikation. Körpersprache ist oftmals der Part, der uns mehr Vertrauen schenkt. Und an der Stelle möchte ich euch gerne noch mit einem Instrument versorgen. Und zwar, es gibt die 72-Stunden-Regel. Vielleicht waren jetzt in meinem kleinen 20-minütigen Vortrag der ein oder andere Impuls dabei. Notiert es euch, was ihr in den nächsten 72 Stunden nicht in die Umsetzung bringt. Werden wir im Grunde genommen weiterhin zwar in unserem Kopf haben, aber werden wir nicht in die Umsetzung bringen. Engagierte oder ein gutes Führungsinstrument an der Stelle ist auch zu sagen, dass wir gute Führungsbedingungen auch vorliegen haben. Also sprich, wie ist es denn mit deinem Vorgesetzten bestimmt?
Engagierte und wirksame Führung braucht gute Führungsbedingungen. Und ich möchte jetzt auch an dich appellieren, schau, wann war dein letztes Gespräch mit deinem Vorgesetzten? Wenn das schon länger her ist, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, da einfach auch nochmal im Kalender nachzuschauen, das zu notieren und in der nächsten Woche einfach mal ein Gespräch an der Stelle zu führen. Ich möchte dir ganz viel Freude und ganz viel Erfolg bei deinen nächsten Führungsaufgaben wünschen. Und Führung ist was Wunderbares. Es darf eigentlich nicht passieren, dass man da dauerhaft unzufrieden oder unglücklich ist. Wenn wir bei uns selber sind, wenn wir an der Stelle glücklich mit uns sind, dann können wir das auch nach außen tragen. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute für deine nächste Führungsaufgabe und ganz, ganz viel Erfolg, in die Sichtbarkeit zu kommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.